Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, wir sind wieder da, genau da, wo wir aufgehört haben. Und der erste Punkt der Tagesordnung ist, wir schauen mal in unser Inventar, das beziehungsweise in das ganze Menü. Wir haben das sehr stiefmütterlich behandelt, es leuchtet viel. Ich habe mich in der Zwischenzeit nach der letzten Episode mal damit ein bisschen auseinandergesetzt, wie denn was funktioniert. Und das müssen wir jetzt noch einstellen. Also, wir haben Waffen, wir haben Rüstung, wir haben Fähigkeiten. Jetzt wollen wir hier erstmal unseren schweren Runenangriff ausrüsten. Den haben wir schon gesehen. Das war Ivaldes Amboss. Rechts sieht man auch nochmal, was das macht. Und einfach Q drücken und rechte Maustaste gedrückt halten. Dann wird das passen. So, der ist ausgerüstet. Das passt. Hier unten haben wir den Axtknauf. Wir haben den austarierten Kriegsgriff oder den hölzernen Griff. Der Austarierte ist schon ausgerüstet, das ist wunderbar. Dann der leichte Runenangriff, das ist mit Q und linker Maustaste, den haben wir schon öfter eingesetzt. Aber hier sehen wir auch, was die leichten Runen dann bringen. So, Waffen haben wir ansonsten noch ein Schild, viele verschiedene eigentlich. Die haben anderen Text hauptsächlich und anderes Aussehen. Ansonsten hat sich da nicht viel verändert, also ob ich das alles vorlesen muss. Wir nehmen einfach jetzt mal einen coolen. Der gefällt mir eigentlich sehr. Eigentlich sind alle relativ cool. Vielleicht das Wächterschild ist ganz interessant. Ein außergewöhnlicher Schild, den Kratos von seiner geliebten Frau zum Jahrestag ihres Kennenlernens geschenkt bekam. Das wäre eigentlich der angebrachte Schild zu tragen. Aber wir nehmen einen coolen. Hier den ganz schwarzen. Es wird eine düstere Episode. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Klauenbogen, okay, Runenbeschwörung, Hammer, keine für Atreus oder Atreo, keine Ahnung wie der heißt. Klauenbogen, mehr haben wir auch nicht. Dann wollen wir mal zur Rüstung. Also die Wildschweinhaut, Schulterschutz ist ausgerüstet, macht Stärke 14, Abwehr 8. Wir haben aber auch Kratos Trauergewand, Stärke 8, Abwehr 4, Glück 4. Wäre die Frage, stark sind wir eigentlich? Nehmen wir wieder diesen Todesschwur, Schulterschutz, können mit Haar eine Rune reintun. Und zwar genau den Zauber, den wir letztes Mal gekauft haben. Plus 5 Glück. Ich brauche jedes Glück der Welt. Rein da. Oh, wieder abselektiert. So, jetzt haben wir hier erstens 4 Glück und durch die Rune nochmal 5 Glück on top. Mal sehen, was das bringt. Keine Ahnung, was Glück in dem Spiel bringt. Ich glaube, wie viel Hacksilber wir bringen. Also das wäre das Mindestmaß. So, dann haben wir abgenutzte Wickel der Verbannung. Oder hier die Todesschwur Panzerhandschuhe. Die sind deutlich besser. Wir kriegen auch Glück, Abwehr und Stärke dazu. Rune haben wir gerade keine zur Verfügung. So, dann haben wir noch den Todesschwurgürtel oder den gerade ausgerüsteten, der 2 Abwehr hinzufügt, den brauchen wir auch nicht. Todesschwurgürtel, ich sag doch, das wird eine dunkle Episode, wir sind jetzt ganz, ganz dunkel angezogen. So, Rüstung ist abgearbeitet, für uns zumindest, für Atreus. Hammer Waffenroff der Hoffnung. Gestaltet aus Leder und Wolfsfell, ein Geschenk von Atreus Mutter. Sieht eigentlich ganz cool aus. Basis Präzisionsschützenkluft, die habe ich ihm gekauft. Letzte oder vorletzte Episode. Verkürzt die Pfeilnachladezeit des Klauenbogens. Und hier haben wir die Todesschwur Waffenrock. Schwarzes Trauergewand für Atreus zu Ehren seiner gefallenen Mutter. Das deckt eine Schwäche auf. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Also wenn er welche wirkt. Sehr gut. Das sieht doch cool aus. Na gut, was haben wir da noch? Rüstung ist abgearbeitet. Wunderbar. Fähigkeiten haben wir noch. Ein Skilltree, beziehungsweise viele verschiedene. Wir fangen als erstes mal an. Also das kostet alles Hacksilber. Wir fangen mal mit der Leviathan-Axt an. Was wir denn da alles freischalten können. Halten Sie rechte Maustaste gedrückt, um einen gnadenlosen Spaltaxtangriff auszuführen, der massiven Schaden verursacht. Das klingt doch geil. Her damit. Oder können wir das schon? Nee, H kaufen. Ja, bin mir sicher. Wunderbar. Halten Sie linke Maustaste gedrückt, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Och, das
können wir noch überspringen. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Combo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Ausführen links, 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 rechts. Ja, das kriege ich hin, aber schauen wir noch, ob wir was Besseres haben. Drücken Sie beim Sprinten linke Maustaste, um einen Sprungangriff auszuführen. Was haben wir hier? Führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen und um die Leviathan-Axt aufzuladen. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Halten Sie beim Ausweichen W gedrückt und drücken Sie linke Maustaste für einen schnellen Axtangriff. Das gefällt mir eigentlich auch, aber das kostet schon 1000 Gold. Wir haben Fernkampf, Frostwurf. Drücken Sie beim Zielen rechte Maustaste, um einen starken Angriff auszuführen, der kleinere Gegner für kurze Zeit einfriert und allen schweren Schaden zufügt. Das klingt geil. Her damit. Ah, das habe ich schon. Gut zu wissen. Halten Sie beim Zielen rechte Maustaste gedrückt, um die Leviathan-Axt aufzuladen und eine Explosion mit Frostschaden beim Aufprall zu verursachen. Her damit. Das ist mir 1000 Hacksilber wert. Was haben wir hier? Drücken Sie R während dem Aufleuchten nach einem Präzisionsaxtwurf, Schwachpunkte und Kopftreffer, um die Leviathan-Axt zurückzurufen und den nächsten Wurf oder Nahkampfangriff auszuführen, welcher bei Kontakt explodiert und dabei Frostschaden verursacht. Klingt auch nicht schlecht, aber wir haben noch andere Skilltrees und kaum noch Geld. Achso, okay, hier. Schildkampf. Tippen Sie Q zweimal an, um den gegnerischen Block zu durchbrechen. Kann ich alles kaufen? Ich würde gerne alles kaufen. Der Skilltree ist auch richtig geil. Halten Sie beim Ausweichen mit bloßen Händen W gedrückt und drücken Sie linke Maustaste für einen schnellen Angriff. Okay. Dann haben wir den Ragekampf. Spartas Rage oder Rage. Drücken Sie linke Maustaste, um einen Sprintschlag auszuführen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um eine schnelle Schlagkombo auszuführen. Ach, das können wir auch schon. Und das haben wir auch gekauft. Ja, rasender Schmetterangriff. Drücken Sie rechte Maustaste, um in die Luft zu springen und mit einem gewaltigen Aufschlag aufzukommen. Der Gegner vor Ihnen wegschleudert. Wunderbar. Was haben wir da noch? Halten Sie links gedrückt, um einen gewaltigen Schwingerangriff auszuführen, der Gegner schnell nach hinten wirft. Ja. Oder Q für einen schnellen Stampfer, der allen Gegnern in der Nähe Schaden zufügt und sie ins Taumeln bringt. Das wäre gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich habe kaum noch Gold, Hacksilber und wir haben noch einen Magiekampf. Keine Ahnung, wie das geht, aber wahrscheinlich mit Atreus und seinem Bogen, deswegen ist da auch ein Bogensymbol. Atreus hilft Kratos, wenn Gegner in bestimmten verwundbaren Zuständen sind oder wenn Kratos angegriffen wird. Her damit, das kostet nur 250. Während Atreus einen Gegner wirkt, kann er eine Combo ausführen, wenn Kratos den Gegner weit wegschleudert oder schlägt. Atreus kann eine Reihe von Angriffen mit hohem Betäubungsschaden gegen Gegner in der Nähe ausführen. Ja, das klingt gut, vor allem weil es billig ist. Ach, das kann ich mir auch noch leisten. Her damit! Atreus wird immer mächtiger, es ist wunderbar. So, die Karte, Kartenmarkierung. Kartenmarkierungen zeigen interessante Punkte auf der Karte und können nach Kategorie gefiltert werden. Drücken Sie Z oder C, um Kartenmarkierung nach Kategorie, ja, ist ja gut. Tab zwischen aktiv verfolgten Kartenmarkierungen zu wechseln. Okay, das kriegt man hin. Das ist eine Karte, das kriegt man hin. Da ist die Reise, ist unser Ziel und da sind wir aktuell. Die blauen Pünktchen sind Docks. Hier ist ein mystisches Tor. Da kommen wir zum Händler. Und mehr müssen wir, glaubt, nicht wissen. Hier ist noch ein Laden. So, genug rumgeschwafelt. Wir sind ausgerüstet. Wir sind im Trauergewand. Atreus auch. Unser Schild ist schön schwarz. Auf geht's. Hat mich jetzt schon... Ja, bei Fuß. Oh, wieso ist hier alles noch voller Gift? Wo ist denn die Pflanze, die das auslöst? Hallo? Gegen wen kämpfst du denn? Ach so, da ist ein Vieh. Alles gut. Oh, meine Axt macht Spaß. Meine Gesundheit nicht. Ja, schwerer Angriff. Schwerer Angriff.
Oh, der ist explodiert neben mir. Mir geht zum Mittel. Mir geht zum Mittel. Jetzt ist besser. Hör auf zu beißen. Hör doch auf zu beißen. Ich bin vorsichtig. Wer bist du? Sehr schön. Elf. Elf ist immer gut. Auf die Biene. Jetzt hat er keine mehr. Ja. Mit Übung wirst du besser. Das wollen wir mal betonen. Dass Atreus hier einen guten Job gemacht hat. Manchmal muss man seine Kinder einfach loben. Eine Kiste. Hacksilber, Atreus, wir können dich wieder aufleveln. Ne, erstmal leveln wir mich auf. So, schön einsammeln, schön einsammeln, schön einsammeln. Da ist wieder ein... Da ist das W. Wo ist das Bluetooth-Symbol hier? Ah, hier ist zumindest Hacksilber, hoffe ich zumindest. Ja, sogar nicht wenig. Ist es hier wieder getimed? Oder greift mich das diesmal sogar an? Ah, okay. Ich muss die diesmal, so wie es aussieht, in die richtige Ding bringen. Gut, Pfeil zeigt nach rechts. Bluetooth ist halt Bluetooth. Wo sind die denn? Die müssen doch so schön blau leuchten. Ja, damit kann ich richtig rumragen, wenn mir danach ist. Nur wenn mir danach ist. Ich weiß hier nicht, wie ich hier rankomme. Das war falsch. Da müsste es doch einen Mechanismus oder so geben, aber ich sehe keinen. Ah, da hinten. Ich bin blöd. Das ist, was auch gelb geleuchtet hat. Na gut. Alle Zwerge so schräg wie Brock und Sindri? Nein. Warum verstehen sie sich nicht mehr? Ich meine, es ist Familie. Das ist allein ihre Sache. Ein Geheimhüftschutz. Na gut. Axt, komm hier. Ah, hier ist das Symbol. Was habe ich gesagt? Pfeil nach rechts. Andere Richtung. Nee, das ist falsch. Na, auch falsch. Na gut, das muss es dann gewesen sein. So, und der dritte Kamerad ist wo? Wo ist denn dieses Bluetooth-Symbol? Da oben auf jeden Fall nicht. Ich will meinen Gesundheitsapfel. Na komm schon. Das kann jetzt nicht so schwierig zu finden sein. Gleich hier oben. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Vielleicht. Da liegt auf jeden Fall Gesundheit. Oh, oh. Das wird jetzt schwierig. Ja, mit der Axt. Na gut, wieder runter. Hallo, Kollege. Auch nur am Abhängen. So. Also, ich gehe hier nicht ohne meine Gesundheitsverbesserung. Irgendwo muss das hier liegen. Na, wir kommen vielleicht auch hinten hoch. Das ist Pass ein... Pass bitte auf! Das repariere ich noch! Der Na gut. Laufrolle. Was stimmt nicht mit dir? Kann man dir helfen? Komm, und wo ist hier die Giftdrüse? Die sehe ich gerade auch nicht. Und wer repariert das Laufrad? Ah, ich kann ja nicht springen. So. Ich glaube, ich bin blind wie sonst wer. Ich sehe echt nicht, wo das letzte Symbol da ist. Können wir hier durch? Ah, da. Das bringt gerade nichts. Nur zum Schauen. Okay, das ist falsch. Das ist richtig. War das richtig? Entschuldigung. Das ist richtig. Na gut. Weiß nicht, ob man da oben noch was machen müssen. Aber zuerst mal hier diesen Apfel, der den Doktor fernhält. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, Eichhörnchen zum Abendessen. Ja, mit dem Reisapfel. Ah nee, das war ja Assassin's Creed.
Horn mit Blutmet, legendär. Sie haben eins der drei Hörner mit Blutmet gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Ah, Blutmet ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Man findet die insgesamt 9 Hörner in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Rage erhöht. Da war also gar kein Apfel drin. Sowas. Hab ich mich umsonst gefreut. Dann schauen wir mal, wo wir hier langkommen, bevor wir wieder den Kletterpfad wählen. So, das willst du hier reparieren. Du brauchst echt keine Hilfe. Zumindest hier beim Gift loswerden. Ich sehe die gelbe giftausstoßende Pflanze echt nicht im Moment. Also die da hinten sehe ich jetzt ganz klar. Die hier nicht. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Die hier sehe ich zumindest. Das hängt ja nicht zusammen. Nee, schade eigentlich. Oder vielleicht ganz gut. Oh, was bist du denn? Du bist auf jeden Fall giftig. Mutter nannte sie Schildstone. Sie lassen sich nicht abbrennen oder ab. Und was dann? Was muss sie mit ihnen machen? Hilfster! Ich glaube, da fehlt uns noch irgendwas. Glaubst du? Ja, ich glaube auch. Und wie hat Mama das genannt? Ich glaube nicht, dass das klappt. Na gut. Das heißt, hier können wir tatsächlich nichts machen. Auf, rauf auf den Kletterpfad. Nicht bevor wir die Vasen hier geschändet haben. Die 28 Hacksilber brauchen wir unbedingt. Hier sind wieder Battlearm. Oh, der hatte 500 irgendwas Hacksilber dabei. Lohnt es sich, die Leichen da runter zu holen? Da hängt doch auch noch so ein Kollege. Hast du Geld dabei? Also spiel auf dein Smartphone. Ein Eimer. Hier mit dem Blut. Na gut, da war zumindest Hacksilber drin. Und nicht wenig, nicht wenig, aber zu wenig. So, da hinten ist wieder so eine fette... Oh, ja, das war die nicht. Ich fühle mich unsicher ohne meine Axt. Atrio, ich komme hier. So. Das ist gut. Das sieht gut aus. Schön einsammeln, was einzusammeln ist. Und dann kommt der noch auf die Rübe. Hier irgendwas zum kaputt machen. Ja. Das ist gut für meine Rage. Geheimarmschienen. Gewöhnliche Rüstung. Die können wir uns später ansehen, wenn wir denn wollen. Wir waren diese Folge, glaube ich, genug im Inventar. Wenn nichts Drastisches mehr passiert. Irgendwie, wenn wir ein legendäres Item oder so finden. Was ist denn da oben? Was sind diese leuchtenden Leuchtteile? Ja, keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Ja, ich gut. Jetzt! Auf ich Maul! Au. Kann auch nicht. Schieß auf sie! Komm schon. Sehr gut. Schwerer Runenangriff. Ja. Au, das tut weh. Jetzt. Immer auf die Fresse. Hey, wie hat mich das getroffen? Mist. So ein Mist. Hat die mich platt gemacht. Hat die mich einfach platt gemacht.
Na gut, was ist denn hier draußen noch? Wieder so eine Kugel. Ach, da ist die. Ich wünschte, ich hätte Granaten oder sowas. Ich glaube, hier muss ich einfach ein bisschen warten. Alles gut. Wir müssen einfach ausweichen. So. Ah ja. Ich bin vorsichtig. Fuck. Ich hätte meine Axt nicht nehmen sollen. Das war der erste von zwei Fehlern. Au. Gib mir das grüne Zeug. Das tut mir gut. Ja, Sprungangriff. Komm schon. Ja! Na, die hat sich aber jetzt schnell verabschiedet. Ich mag Kratos. Schöne Fähigkeiten. So, hier gibt's zwei Höhleneingänge. Hier ist wieder dieses merkwürdige Symbol der Merkwürdigkeit. Okay, das bringt wohl nichts. Na gut. Ich weiß nicht, welcher Höhleneingang der richtige ist. Wir werden's rausfinden. Liegt da hinten noch was für mich? So ein Ragebeutel? Nee. Das war nur eine Laterne. Jetzt sind wir wieder schlauer. Oh je. Okay. Das treffe ich ja gerade noch so. Das hört sich hier aber gefährlich an. Gibt's hier Eistrolle? Wird mich nicht wundern. Eisriesen? Riesiges Eis? Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Mhm. Angriff. Ja. Die Waffe sehen wie die Krank aus. Explodieren die Teile hier? Nö. Und aufs Maul. Sehr schön. Das haben wir doch gut gelöst. Die explodieren ja tatsächlich. Die sahen so aus, als ob sie es tun. Ja, aber der Zwerg hinter mir kriegt's nicht hin. Mein Lütter. Na gut. Damit müssen wir uns irgendwie arrangieren. So. Und wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das jetzt machen? Wie komme ich überhaupt dahin? Kann ich da was hin? Ah. So bringt mich natürlich zum Explodieren. Ich glaube nicht, dass das was bringt in unserer aktuellen Situation. Doch! Steht da hinten auch eins? Nee, muss es ja nicht mehr. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie klettern wir oder kommen da überhaupt hoch? Ja, ist ja gut. Ja, das ist so der letzte springende Punkt. Wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Können wir den Berg wegspringen? Ja! Ach, manchmal funktioniert mein Hirn. Manchmal nicht. Ja, wir brennen nur ein bisschen. Hat schon aufgehört. Geheim-Schulterwickel. Sehr schön. Ganz, ganz leise sind wir mit dem ganzen Geheimzeug, was wir die Episode aufsammeln. Oh, seht euch die Schätze an. Und wir haben nur Angriff des weißen Bärens erhalten. Ein leichter Runenangriff. Ein schneller, sturmartiger Sprintangriff mit einem nachfolgenden Schlag. Kratos ist während des Sprints geschützt. Ja, wunderbar. Ich bin aber gerade zufrieden mit meinem Runenangriff. Kann man hier noch arg was zum Explodieren bringen? Na, hier habe ich gefehlt. Wir waren ziemlich schwach. Hm. Wir sind auch ziemlich stark. Oh je. Oh je, hier kommt man doch nicht hoch. Also, ich vergesse immer, dass ich die einfach weglupfen
Alter. Oh, schon wieder so ein Troll. Sehr gut, Atreus. Au, mein Arm. Stech ihm ins Auge. Hat er ja tatsächlich gemacht. Guter Junge. Oh. Oh, oh. Vater? Das sind ja nur Menschen. Und Trolle. Oh. Ich bin bereit. Tschüss. Ich wünsche, ich hätte die Explodierdinger nicht alle weggemacht. Sehr gut. Ja, ist ja gut. Ich kann ausweichen inzwischen. Ich nicht, wo ist meine Rage? Rage, ausweichen. Alles auf einmal. Atreus, wo bist du? Bist du tot? Nee, du bist dahin. So sieht's aus. Au. Danke für die Warnung. Halt! Was ist denn mit dir los? Kollege. Nennt sich nicht umsonst Spaltaxt. Nein, nicht aufs Fressbrett. Ja. Ich weiche ja aus. Hacksilber. Und Tschüssikowski. Oh, ich werde besser in dem Spiel. Schlechter kann man ja auch nicht werden. Runter mit uns. Ich wäre kein guter Kieferorthopäde. Nein, der explodiert weg. Fuck. Mir geht auch gerade nicht gut. Wurde vergiftet. Her mit der Gesundheit. Oder mit der Frostflamme. Legendär. Unmögliches Material, dem der Zorn der Flammen und die Härte des Eises innewohnen. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit kann die Leviathan-Axt verbessert werden. Wunderbar, ich brauche die Gesundheit, die daneben liegt. Ein Bluetooth-Symbol. Symbol der Wahrheit. Selten Zauber. Ein Zauber der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Gesundheit. Endlich. Hört auf damit. Fuck. Hör doch auf zu explodieren, Kollege. Waren das alle? Hier? Wer hat das hier gebaut? Weiß ich nicht. Ja, damit. Die Gesundheit gehört mir. So, jetzt können wir aber reingehen. Schön, dass der Troll das Tor wieder zugemacht hat. Jetzt aber. Oh, da liegt wieder Gesundheit. Die brauche ich. Berggrund. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Weil es so hoch ist. Nee, warum? Ich hab's noch nie verstanden, weil es hier so schön ist. Hey, da ist hier noch so ein Apparatus. Hast du geweißt, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Eher nicht. Wie will er ihnen Dank bringen? Das ist mir egal. Na gut, wenn es Kratos egal ist, ist es mir auch egal. Wurzelwerk verschwindibust. Okay.
Hab wohl noch nicht die Fähigkeit dafür. Mensch, ich bekomme wieder Skyrim-Vibes. Ist das Rauch? Ja. Sieht rauchig aus. Was ist denn hier los? Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. So, und warum? Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Kann mich dunkel dran erinnern. Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Alles. Einfach alles. Ah, ich soll Dialoge schreiben. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Was denn für Fehler? Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Sehr gut. Kann ich losgehen? In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. So, ist hier noch was zum Looten, natürlich. Können wir ja nichts zurücklassen. Kein Schatz wird zurückgelassen. Das ist das Gamer-Iren-Kodex-Wort. Kodex-Satz. Jetzt lauf mal hier, Kratos. Die Waldhexe hängt uns ab. Oh, die macht die Wurzeln weg. Hoffe ich zumindest. Alternativ stößt uns jetzt die Klippe runter. Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Hey, 14 Hacksilber. Und nochmal. Ah, tatsächlich nochmal. Wen muss ich umlegen? Ich leg jeden um. Ja, läuft. Sehr gut. Obwohl es eher fährt. Tirs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an. Und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Tja. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ja, vielleicht mach mal Thor oder der Schlange davor den Gar weißt aus. Du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh, klingt einsam. Jo, weißt du, hier durch? Also, ich bin der Starke, ich muss natürlich Frauen und Kindern hier die Türen öffnen. Atreo, ich komm durch. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Erschießt du uns jetzt? Schaust du zu? Eostas. Was? Es ist fest. Albenarchitektur.
Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Ich glaube, das lässt sich einrichten. Von den Warnen. Aus Warnerheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Nicht mal wir selbst. Wir sind eher so ein Haut-drauf-Gott. Kann ich noch kurz beim Boot fahren und looten? Ja, wahrscheinlich nicht. Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tiere bereiste von dort aus die neuen Welten und warte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Schlange. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen kleine Exe. Guck mal, wie süß die ist. Die wird sich jedoch auf meiner Schulter putzig machen, während ich Menschen und anderes Gesocks umbringe. Kein Möwenfreund. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Na gut. Danke fürs Begleiten. Und nun was? Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Justa. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Oh je, ein Glück hab ich nicht im Kreuz heute. Gut, jetzt schieb sie zurück an den Platz. E drücken. Oh, bin ich stark. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Alter, bin ich stark. Perfekt. Jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, ich bin halt stark. Dankeschön. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Ein bisschen. Er war schon immer sehr stark. Atreus, dir muss auffallen, dass das nicht normal ist. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Warnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sehe. Ich war's nicht. Hui. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Sehr gut. Das war beeindruckend. Dankeschön. Ich bin auch beeindruckt. Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tierstempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Aha. Wo muss ich jetzt durch die Tür? Da sitzt doch nur mein Händler. Hat das anders eingerichtet oder hat das Verschieben jetzt so viel gebracht? Nee, da ist mein Händler. Yes. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Krieg ich jetzt den Bogen? Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Dankeschön. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Warum? Na gut, ist egal.
Wir werden es vielleicht erfahren. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Was ist denn ein Bifrost? Klingt lecker. Könnte ich jetzt ein Bifrost essen? Na gut, aber ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.